Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Und mit wem unterhält die sich die ganze Zeit? Marianne! Wake up, please! Marianne! Oh. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Tja, wer hilft uns? Is someone there? Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find! Richard! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? It's on the day room. Day room? Okay. Are you trying to show me the way? Richard, 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 mein Gott, ist denn dieser Name? Oder war Richard? Richard? Ah, nee, warte mal, Richard war der Künstler, kann das sein? Richard war der Künstler. Der, was ein Stock über uns diese, dieses Reklame da, dieses Schild hat. Dieses ganz merkwürdige. Ja, okay. Ich stehe drauf, wenn Türen sich alleine öffnen. Das verheißt immer sehr Gutes. Das einzig Beruhigende jetzt ist aber, nach so einem, nennen wir es mal Bossfight, kann ich gleich nochmal sowas kommen. Hoffe ich. Oh, Dayroom. Wir wissen, das ist so zufällig sogar richtig gelaufen. Das kennen wir schon. Ja. Der sicherste Ort für die Kleinsten. Jap, jap, jap. Wenn man sie loshaben möchte. Okay, da ist nichts. Oh, was haben wir denn hier? Zeit mit der Familie, Urlaub auf dem Land. Wie gesagt, die hatten es früher mit den Werbeslogans noch nicht so. Muss ja so circa 1980 jetzt gewesen sein.
Obwohl die Schilder da schon sehr altbacken aussehen. Also das muss man schon sagen. Also auch in den 80ern hatten sie schon coolere Schilder. Ja, natürlich. Ich habe nichts. Das ist... What now? Ja, was fragst du denn mich? Ich steuere dich doch nur. Ich hasse es, wenn Türen alleine aufgehen. Ich hasse es einfach. Was haben wir denn hier? Fieberträume? Ich sehe... Was? Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen. Den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt mir in den Lungen. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Das hört sich so an, als ob sie auch in diese Anderswelt, Astralwelt, Parallelwelt abgleiten kann. Zwar nur den Träumen, aber das, so wie sie es beschreibt, könnte es auch sein, wie wir uns dann da bewegen. Okay. Achso, ja, schleichen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber rennen. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least sadness was still with me, in a way. Ja, meine Gute, du hast einen ganz schönen Männerverschleiß, das muss man wohl sagen. Okay, das Schild kann ich nicht lesen, die Schilder sind wohl auch verdeckt. Das ist aber schon ganz schön arg runtergekommen. Also ich weiß, also... Es müsste ja ungefähr 1980 gewesen sein, als sie dann dicht gemacht haben, so ungefähr. Nee, da ist es neu eröffnet worden. Das heißt, zerfällt das in so... In, also, wir sind jetzt 1999. Zerfällt das so schnell? Nee, oder? Oh ja, da stehe ich drauf. Komm, runter mit dir. Okay, wir sind jetzt im Schwimmen beim Pool. Okay... Is that? Oh God, it's everywhere. Okay. People died here. Und das sieht noch ziemlich frisch aus. Ziemlich frisch. Also, wir haben das nicht gehört. Ich glaube, das war mein Magen, mein Bauch. Der hat, ich habe Hunger. Einigen wir uns, das war mein Bauch. Ich denke jedes Mal, da ist irgendwas, aber nee, das sieht nur so aus. Kann ich da runter? Danke. Danke, dass ich nicht runter muss. Ja, das zum Thema. Danke, dass ich nicht runter muss. Nein, ich will nicht runter. Macht doch, was ihr wollt. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Das war ja, ja, das war doch dann wohl... ein Massaker? Okay, wir gehen erstmal runter. Wenn das Spiel so vehement sagt, geh da endlich runter, dann gehen wir halt runter. Mein Gott. Ach du Heilige. Oh, da ist was. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo.
Da gehen wir gleich hin. Schauen wir mal, ob wir hier noch... Alter, das ist also, das ist alles Blut? Vor allen Dingen, warum ist das noch so... So... Nee. Warum sieht das noch alles so frisch aus? So, wir gehen jetzt mal da... Stopp mal, ist das ein Punkt? Da ist noch ein Punkt, ne? Haha. 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 Oh mein Gott. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe so gar nichts. Okay. So, gehen mal hier hoch. Da ist nichts. Okay. Dann gehen wir da links jetzt hoch. Ach so, okay. Doch, da ist auch was. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse. But how? Why? War das die auch, die wir gesehen haben in dem einen Stockwerk? Mit dem Verehrer, der dann auf einmal durch ominösen Sachen im Rollstuhl war? Die gute hat's Faust. Die Kinder sich, ich muss jetzt noch mal runter. Moment mal. Wenn hier überall diese komischen Dinger da rumstehen. Kann doch nicht sein, dass dieses. Dass das hier nichts ist. Warum kann ich denn da reingucken? Brauche ich das später noch mal vielleicht. Ich kann hier aber auch nichts machen, ne? Also. Es kommen auch keine Whisper-Stimmen, da ist nichts. Also gut. Dann akzeptiere ich das mal wider Willen und wir gehen hier weiter. Die Krankenschwester. So, so, die Krankenschwestern. Ruhe. Immer die Krankenschwestern. Ich finde das immer geil, dass sie da irgendwas findet zum Schieben. Sie weiß schon wohin. Und ich habe noch gar keine Ahnung, warum eigentlich. Ich weiß es jetzt immer noch nicht. Warum habe ich das jetzt verschoben? Kann ich es wieder zurückschieben? Nee. Nur mal fürs Protokoll. Warum? Weil ich's kann? Marianne, du gibst mir echt Rätsel auf. Ich muss es leider so sagen. Nee, da geht's auch nicht rein. Warum hat sie das? Hä? Ja, gut. Halt, stopp, nein, stopp. Kann ich nochmal zurück? Danke. Achso, da geht's nicht weiter. Alles klar, dann gehe ich doch mal da durch. So. Na, Wisper, Wisper. Noch sehe ich es nicht. Na, wo ist es, Whispering? Da. Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ugh. Definitely didn't need to feel that. Okay, mich würde jetzt doch langsam mal interessieren. Also wer es war, wissen wir wohl, aber was? Was hat sie gemacht, die Krankenschwester?
Oh, eines Tages werde ich dich retten. Hallo? Ich will lesen. Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit, der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es scheint so einfach, nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es. Ich liebe dich von ganzem Herzen. F. Okay. Junge, deine Postkarte war echt strange. Vor allen Dingen würde ich nie Postkarten verschicken. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Das kann doch jeder lesen. Ich meine, warum sollte ich das machen? Also jedenfalls nicht mit solchen Nachrichteninformationen, die doch eigentlich recht privat sind. Der gute alte Frank. Francis. Ah, F. Punkt. F. Punkt ist Francis wahrscheinlich. Was soll ich nur mit dir machen? Als Niva dicht gemacht hat, hast du mich angefleht, dich zu behalten. Du sagtest, du bräuchtest etwas Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammte Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut, Mr. Rekowitz. Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Wem willst du sowas vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in eine Schneewehe bewusstlos wirst. Das war jetzt zu schnell. Wo bin ich denn? Ach, da. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben, zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Also, Francis und Rodowski, also Thomas, hatten auch ein sehr stranges Verhältnis. Also die haben sich wohl auch gut verstanden. Oh oh. Nein, nein, nein. Komm, wir hatten erst einen Bosskampf. Hör auf jetzt damit. Ich brauche Entspannung. Locked. Natürlich. Was auch sonst? Hey, Marianne. You look like shit. Na, Jumpscare? Ich warte drauf. Nein? Okay. Das wäre wohl zu offensichtlich gewesen. Are those bolt cutters? Might be useful. If only I could reach them. Ja, da haben wir unsere neue Herausforderung. Ach so. Ich dachte, ich war aufmerksam. Wenn das jetzt erst nachträglich aufploppt, der ganze... Kannst... Jetzt mal ernsthaft, muss das sein? Hey. Oh. Ah, shit. Well, that's my 7 years bad luck. Okay, folge den Splittern. Warum habe ich die Tür vorhin übersehen? So wird das nicht. Wer ist denn das jetzt?
Jetzt vielleicht die Ecke hier. So, warum bin ich jetzt hier runtergesprungen? Okay, wir laufen mal hier lang. Vielleicht habe ich... Ah, oh, die Musik, ne? Ah, diese Geräusche, ich hasse es. Es wirkt halt immer wieder, wenn die sowas einstreuen, dass du hier, Leiter. Hallo, Leiter? Keine Leiter für mich? Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ich verstehe. Warum kann ich denn die Leiter nicht nehmen? Ich muss doch einfach nur mit der Leiter da hoch und dann ist alles gut. Okay, da ist aber nichts. Okay, also gut. Dann gehen wir eben nochmal eine Ehrenrunde. Warum auch nicht? Ich verstehe es zwar noch nicht so ganz. Dieses Geräusch ist, hoffe ich, der Regen, ne? Können wir jetzt hier was tun? Marion, warum eigentlich zum Teufel haben wir diesen Wagen verschoben? Nur mal für mich, Dummi. Das sagst du mir nicht, ne?